Mario, du bist mittlerweile seit 7 Jahren, über 7 Jahren Therapie. Wie würdest du das abgelaufene Jahr beschreiben in ein paar Sätze? Turbulent, glaube ich, ist ein sehr, sehr gutes Wort. Das ist bei Rapid fast jedes Jahr. Aber diesmal war es wirklich sehr turbulent. Wir haben jetzt uns wieder stabilisiert und glaube, wir beschreiten den richtigen Weg, um wieder erfolgreich zu sein. Gibt es Neujahrsvorsätze, sportlich oder auch privat? Ja, das Wichtigste ist immer, dass man gesund ist, dass man gesund bleibt, dass wir natürlich hart trainieren und dann alles dem Sport unterordnen. Und das wünsche ich unserer Mannschaft und mir persönlich natürlich auch und dass wir erfolgreich sein. Und wir warten natürlich sehnsüchtig, dass wir einen Titel errangen und das versuchen wir auch in diesem Jahr dann. Du hast neulich bereits dein 350. Bundesligaspiel gemacht, bist erst 31 Jahre jung. Wie viel soll das noch werden? Der Rekord liegt bei etwas mehr als 500, wenn ich richtig informiert bin. 500, das sind noch 150 Spiele. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig. Aber ja, ich versuche auch der Mannschaft, für die Mannschaft da zu sein. Und wenn mich der Trainer braucht, bin ich da. Und will natürlich auch so viel wie möglich noch spielen, weil ich fühle mich nicht wie 31. Ich fühle mich noch jung genug, um noch viele Jahre Fußball zu spielen. Jingle bells, jingle bells.